Hallo Leute, ja, wir sind hier an einer Plattform, aber die auf Kalidor sieht ein bisschen anders aus. Und da Frank Bartels hatte mir geschrieben, dass ich in die Glaskugel einsteigen sollte und dann hätte ich zurückkommen können. Ja, habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, habe ich glaube auch gesehen, dass das Ding da ist, habe das nicht ausprobiert, weiß auch gar nicht, wie es funktioniert. Muss ich mal, wenn ich auf Kalidor bin, dran denken, das mal auszuprobieren. Hier habe ich allerdings weitergemacht, wie ihr seht, da hinten habe ich einen Tunnel gegraben und wollte eigentlich in diesen Krater da kommen. Aber das hat nicht ganz so geklappt, da bin ich woanders rausgekommen. Aber ist auch nicht so schlimm, war ganz lustig, da durchzubohren. Ich würde sagen, ihr guckt das Logo und dann gehen wir auf den Großbildschirm. So, das heißt, wir können mal hier durchflitzen gerade. Hier habe ich noch gar keine Sauerstofflinie gemacht. Ach, egal, wir gehen erstmal, oder? Ach nee, komm, lass. Wir bauen schon eine Sauerstofflinie hin. Wir haben ja das Zeug im Rucksack sogar. Macht vielleicht Sinn, ne? Wir müssen sie nur bauen gerade. Kleiner Drucker, nee, den wollte ich nicht. Jetzt hat mein Fokus das Fenster verlassen. Okay. Altbekanntes Problem bei mir, dass der Fokus aus dem Fenster weg ist, ne? So, jetzt haben wir Pinne da, das ist schon mal gut. Jetzt können wir hier weitergehen. Und immer schön mit T neue Linie setzen. Das Eis knackt ganz gut, ne? Also hier unten kann man auch schön Ammonium finden, wie ihr seht. Wieso nimmt er das jetzt nicht auf? Dann halt nicht. Okay, der war ein bisschen zu weit. Passt. Da hinten haben wir irgendwelche Polarlichter, wenn denn hier Polarlichter geben könnte. So, und jetzt kommen wir schon zum Ende, hier wo wir rausgekommen sind. Und hier seht ihr, sind wir jetzt da in dem in der Senke. Da unten haben wir schon ausgebaut, ne? Und hier haben wir auch noch was. Können wir mal hier weiterschauen noch. Oh, jetzt haben wir keine Dinger mehr. Was wir haben wollten, war Harz und. Ja, jetzt die Frage, wo wir weitermachen. Da unten oder hier oben? Ja, ich gehe mal nach hier unten, weil hier hat man schon angefangen zu graben und ich würde gerne gucken, dass wir das dann da alles leer graben und dann da weiterschauen. Hatten hier ja so eine schicke Rampe gebaut, die jetzt nicht so das Nonplusultra ist. Ist auch eigentlich viel zu steil wieder hier. Und ach so, warte mal, wir müssten noch wieder was bauen, weil wir nichts mehr haben. Verbindung. Zack. So, dann können wir die erste gleich hier schon hinstellen. Rucksack wieder zu. Und dann wollen wir hier hin. Und Werkzeug raus. Und da war schon mal gerade eine Anzeige, dass es hier irgendwo noch Gemisch gibt. Aber wohl nicht, oder? Ne, ist nicht. Hier ist kein Gemisch. Da ist aber wohl noch Gemisch. Und Harz war ja hier auch dran, ne? Hier ist wohl gerade Sabbat. Jetzt müssen wir eine schöne Schräge hier haben. Ja, das ist mir zu steil. Okay, diese Schräge könnte vielleicht gehen, dass wir da erstmal weiter runterkommen. Da kriegen wir 9, so von hier aus gesehen. Gehen wir mal nach da dann. Da kann man noch Gemisch abbauen. Okay, da auch noch. Lass uns mal weiter hier rüber gehen. Okay. Ne, das war noch eine Fehlanzeige, ne? Oder? Ne, da ist noch Gemisch. Irgendwo hier muss Gemisch sein, da. Zeigt mir noch Gemisch an. Aber wo? Ah, da ist es. Jetzt ist nichts mehr da, oder? Ne, sieht so aus, dass es jetzt weg ist. Gut.
Aber da unten, da liegt noch was. Okay. Und da ist mein Harz, den ich gesucht habe. Okay, das heißt, hier jetzt wieder ein bisschen so. Ja, ich glaube, diese Schräge gefällt mir. Können die mal ein bisschen breiter ziehen. So, dann können wir da auch leichter laufen. Ne? Okay, hier fehlt es mit Sauerstoff. Da ist auch noch was. Da ist es. Hier muss noch was sein. Da ist noch was. Da muss noch was sein. Da ist es. Da guckt auch noch Gemisch raus. Aber ich glaube, jetzt ist es das wohl gewesen, oder? Ja. Ja, aber dann würde ich sagen, wenn wir hier schon so weit runtergegangen sind, dann können wir auch mal gerade gucken, was im Keller neu ist, oder? Jetzt hier irgendwo eine schöne Schrägart. Warte mal hier. So, das ist das, was mir gefällt, glaube. Das ist schon ganz schön steil hier runter, ne? Warte mal, Sauerstoff wieder. Okay, holt er sich von oben. Und der war falsch, den wollte ich nicht. Ich wollte mein Werkzeug mit dem Klett-Tool, oder? Ne, erstmal reinbohren. Oh, da ist, glaube ich, schon eine Etage tiefer, oder? Ja, da blinkt auch schon mal schön was. Das heißt, wir können mal hier Schräge bauen. Und da unten gibt es auch was zum Abbauen, da rechts unten. Okay, jetzt müssen wir erst wieder Sauerstoff haben. Den haben wir. Ein bisschen breiter das Ganze vielleicht. Okay, wir haben nicht mehr ganz viel Material dabei, oder? Titanit. Okay, das haben wir auch noch nicht. Kurz mal schauen, wie war das mit dem Sauerstoff. Hier, okay. Ein bisschen zu weit hinten. Okay, Titanit, das bringt uns ja ein ganzes Stück weiter dann. Jetzt muss ich irgendwann dann hier ein Pin wieder hin. Da ist er. So, sehr schön. Und was haben wir da? Da brauchen wir Strom. Aber sehr cool mit dem Titanit hier. Und was ist das? Ach, Laterit haben wir auch noch hier. Das ist ja cool, ne? So. Biomasse haben wir auch noch gleich. Was ist das? Eisbrockenmineral. Kann mit Sprengstoff weggemacht werden. Okay, da müssen wir Sprengstoff haben, ne? Was möchte er hier haben? Da gar nichts. Strom will er haben auf jeden Fall, ne? Gut. Oh, da geht es schon weiter runter. Da genauso wie da wohl. Ich glaube, das lässt sich schwerer abbauen, kann das sein? Und wo können wir da mitnehmen? 1, 2, 3, 2 Plätze sind noch frei. Noch einer. Den da rechts würde ich oben stehen lassen, einfach damit ich weiß, dass es das hier gibt, ne? Warte, jetzt sind alle Plätze voll, oder? Ja, macht keinen Sinn, weiter zu graben. Oh, die. Das ist aber steil hier hoch, oder? Kann ich da hochlaufen, ohne dass ich da runterfalle? Ah, geht gerade so. War jetzt nicht die tollste Möglichkeit, hier hochzugehen, ne? Okay, hier läuft er. Das hätte. Hätten wir ja diese Schräge auch besser hier so. Na, ist aber so, ne? Naja, okay. Passt schon. Jetzt mickert er hier wieder so langsam, ne?
Ich glaube, wir machen hier mal das Entscheidende, dass es mal ein bisschen breiter ist. Sonst stürzen wir hier noch runter, dann haben wir nichts gewonnen, ne? Hier ist schon besser, oder? Und hier sind wir jetzt so schräg hoch und dann sind wir schon oben, ne? Warte mal, da können wir ja noch ein bisschen tiefer ziehen, dann müsste es mit dem Hochklettern auch klappen, ne? Ja. Sehr schön. Haben wir das. So, jetzt. Was ist das da? Verändert sich sogar. Unser schnelles Loch zum Dingens war hier lang, oder? Da oben ist es. Warte mal, aber wenn das so ist, das war hier, dann können wir noch die Pinne noch ein bisschen hier rüber ziehen. Haben wir da auch noch was? Okay, hier kommen wir ja von dem einen zum anderen. Auch wir sind da noch weitergelaufen. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, ne? Und da vorne ist ganz viel Harz. Aber das können wir jetzt nicht mitnehmen. Und wir brauchen hier definitiv Stromanschluss und da vorne war eben auch ein Stromanschluss. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zurück zur Basis, entladen und bauen ein bisschen Titanit zu Titan wahrscheinlich um. Und mal gucken, was wir dann da Schönes raus machen können, oder? Oh, hab ich mich jetzt erschrocken, Alter, ey. Puh, war der explodiert, als ich da gerade vorbeiging. Müssen wir also aufpassen, ne? Gut, haben wir hier irgendwie was schon gebastelt? Ja, da unten. Wir müssen definitiv jetzt noch so eine zweite Plattform machen. Und die war an dem Drucker. Und da braucht man Harz für, ne? Was wir überhaupt nicht eingesammelt haben, wenn ich das so richtig sehe, ne? Das hat ja wieder gut geklappt, ne? Wollen wir nicht Harz mitnehmen? Gut, ist aber nicht schlimm. Dann würde ich sagen, packen wir erstmal hier ein bisschen was aus. Die Forschungsprobe läuft noch ein ganzes Stückchen, ne? Wie machen wir das am geschicktesten? Also einen können wir ja mal erforschen, weil das gibt ja auch Punkte. Und die anderen würde ich jetzt mal hier irgendwie auf der Erde legen wollen, weil. Da müssen wir ja schauen, dass wir dann, sag schon, das leg mal dahin und hier können wir nochmal Verbindungen bauen, weil die brauchen wir noch. Können wir das denn da auch drauf schon lagern? Ach ja, können wir tatsächlich. Dann lager das doch mal da drauf. Und das brauchen wir nicht. Gut, das heißt, wir hätten jetzt hier wieder fünf Sachen frei, fünf Plätze frei, ja. Und dann müssen wir weiter gucken, ne? Jetzt müssen wir nochmal Harz haben, hat ja keinen Sinn, haben wir irgendwie was falsch gemacht, ne? Wo war der Harz? Da oben. Aber irgendwie so generatortechnisch brauchten wir auch noch was, ne? Strom. Mittelgroße Plattform A, die war mit Harz. Gab es hier auch einen Generator? Ich glaube ja, ne? Da ist er. Aluminium, Wolfram haben wir beides wahrscheinlich nicht da. Wolfram? Ne, Wolfram haben wir nicht da, ne? Exoship haben wir hier. Hier hätten wir noch eine Batterie, die nicht angeschlossen ist. Aber das wird mir auch nicht reichen, die einzupacken dann. Der kleine Generator, den ich jetzt im Rucksack habe, was kann der? Dafür braucht man Gemisch. Reicht das, wenn ich den? Ich nehme mal einen mit und gucke zu, aber wahrscheinlich reicht ein Generator nicht mit der Leistung, so eine Kapsel aufzumachen. Wir probieren es aus.
Gut, aber ich würde sagen, wir machen erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Also wir gehen jetzt gucken, dass wir diese Batterie da anschließen. Vielleicht bauen wir noch den ein oder anderen Dingens ab. Sag schon, einen oder anderen Kapsel machen wir auf und bauen hier noch ein bisschen Harz ab. Das machen wir aber vielleicht alles schon zwischendurch. Ne? Gucken wir dann in der nächsten Folge, wie wir weiterkommen. Alles klar, bis dann. Ciao.